Ja, hallo und willkommen zu einem neuen LP. Ja, eigentlich war ja gedacht, dass nach Mario und Luigi's Superstar Saga Mario Party kommt. Stattdessen wird Mario Party nach Zelda Majora's Mask kommen. Dafür kommt jetzt ein SMBX-Hack, nämlich neuer oder besser gesagt, was auch besser klingt, New Super Mario World. Ja, der, oh Gott, wie hieß er? Ich glaube, Boss Edit 8 hat ihn mir geschickt als Antwort auf mein viertes Infovideo, was ich sehr nice finde, weil er ist immerhin der Erste, der mir ein SMBX-Hack schickt, nämlich hier seht ihr ihn, neuer Super Mario World. Man kann leider nur als Mario und Luigi spielen, das ist mir auch so ziemlich schnuppe, denn ich spiele sowieso als Mario. Und dann legen wir los mit Slot 1. Das Spiel, beziehungsweise der Hack, ist komplett blind. Ich habe keinen blassen Schimmer, was mich erwartet. Und ja, damit es nicht so laggt, werde ich wahrscheinlich im zweiten Part dann im Windowed Mode spielen. Und ja, dann legen wir mal los. So, hier ist Marios Zimmer mit einer roten Shell und einem roten Bett. Und Luigis Zimmer, okay, ist so ziemlich das gleiche. Lol. Okay, interesting. Was sagst du? Tut mir leid, dass ich einfach reingegangen bin, aber wir haben ein Problem. Prinzessin Peach ist wieder entführt worden. Es war wieder König Bowser. Du, ihr müsst sie retten. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. So, Bruders Haus. Yoshi-Insel Teil 1. So. Bin gespannt, wie es wird, weil ich bin ja schon zum. Ja, schon fast Kritiker bei SMBX. Also, ich will da schon was mit Qualität haben. Nicht so einen hingeklatschten Hack. Und insoweit. Ja. So. Sieht schon mal für den Anfang nicht schlecht aus. Kann man da vielleicht rein? Ja, kann man. Lol. Und wo bin ich jetzt? Ah, eine Infobox. Ey! Du kannst, wenn du auf einem Gefälle draufstehst, rutschen, indem du unten drückst. Mit dieser Methode kannst du Gegner plattrutschen. Achtung, zu langsames Rutschen kann dein. Nein, zu langsames Rutschen kann dein Gegner dich verletzen. Okay. Grammatik, falsch. Na gut. Ist ja wurscht. Beachten wir mal einfach nicht. So, zack. Passt. Dreckige Lags. Okay, es gibt schon mal Dings. Sprites. Insoweit schon mal auch sehr nice. So, dann hole ich mir jetzt mal meine Blumen in der Hoffnung, dass das da drin ein geiles Item gibt. Und ich hatte recht. Ja. Ich finde es sehr nice, dass man mir nun endlich ein SMBX-Hack geschickt hat. Ich war eigentlich schon verzweifelt. Ich meine, gut, ich habe ja zurzeit auch noch Dings laufen. Super Mario 64.2, aber das ist natürlich nicht ein. Das ist ja ein 3D-Spiel. Das kann man nicht mit SMBX vergleichen. So. Zack. Daneben. So, mal schauen, ob ich auch nicht eingerostet bin. Kann natürlich auch sein. So, Achtung. Banzai Bill ist ein großer Kugelwilli-Kanone. Er kommt, wenn du weiter nach rechts gehst. Okay, dann ducken wir uns besser mal. Ja, ich hatte recht. Ja, ihr braucht mir nicht in die Kommentare zu schreiben, dass es laggt. Ich weiß es selber. Es ist sozusagen eine Fortsetzung von New Super Mario World, was schon es schon oft gab. Und insoweit, ja. Ui, ein rotes Level. Das heißt ein geheimer Ausgang. Yoshi-Insel 2. Nice Custom Water. Bridge auch. Sieht sehr schön aus. Gibt schon mal ein Pluskunst. Pluskunst, genau. Pluspunkt, nicht Pluskunst. Ja. Na, ist auch schon. So, zack. Genial. Ah! Nein, Yoshi! Nein, ne, auch noch meine Blume weg. Super!
So, was sagst denn du? Nächstes Level ist rot, das was bedeutet, es gibt einen zweiten Ausgang. Das ist das typische Mario World Grundwissen. Aber okay. Ich meine, ich mag jetzt sowieso Mario World mehr als das olle Super Mario Bros. 3. Ich meine, Super Mario Bros. 3 ist jetzt natürlich auch nicht schlecht und so. Aber, naja, Super Mario World ist da schon noch was ganz anderes. Lol, ist das alles? Lol. Okay. Dann hätten wir schon mal den Secret Exit, der uns zu einem Yoshi-Haus bringt. Lol. Yoshis Haus. Der ursprüngliche Anfang von Super Mario World. Ja. Und hier gibt's zwei Yoshis. Ich nehme mal den roten, auch wenn ich damit eigentlich den grünen betrüge, aber ist ja auch wurscht. Gut, die Musik passt irgendwie nicht so dolle, aber ist ja auch wurscht. So, Yoshi Insel 2. Erneut. Und dieses Mal mit dem normalen Ausgang. Und wie oft verliere ich jetzt schon Yoshi? Oh Mann. Heilige Bimbern. Okay. Eigentlich wollte ich ja irgendwann auch mal ein Replay von Generation 2 machen, weil ich meine, gut, für den Anfang war es jetzt nicht so schlecht, aber ich muss sagen, wenn ich mir mittlerweile das Video anschaue und es mit meinen jetzigen vergleiche, muss ich sagen, oh Gott, was habe ich denn da geraucht? Naja, das ist ja auch wurscht. Ich meine, es kann ja auch Leute geben, die sagen, deine Ash-Videos waren ja viel besser. Gibt es natürlich auch solche, welche. Für mich sind die neuen allerdings viel besser. Hoppala. Kann ich vielleicht da rein? Nein, kann ich auch nicht. One-up. Mit Yoshi kannst du Sachen ausspucken und Gegner essen. Bei Panzern von Koopas bekommt Yoshi andere Fähigkeiten. Grüne Panzer, normal. Rote Panzer spuckt Feuerbälle. Blaue Panzer kann fliegen. Gelbe Panzer auf Boden stampfen. Das sind allerdings nur die Grund-Yoshi-Arten, weil in SMBX gibt es natürlich noch ein paar andere. Okay, braucht mich jetzt mal nicht so zu interessieren. Gibt es hier vielleicht irgendwo ein Secret? Nope. Ah, das war's auch schon wieder. Nice Level. Also das Level-Design gefällt mir schon sehr gut. Ja, es ist an ein paar Stellen etwas leer und so, aber es gibt viel schlechtere Hacks. Ganz ehrlich. So. Yoshi Insel 3, Untergrund. Da ist sowas, meine ich. Pures Flachland. Nur ein paar Backgrounds, aber keine einzige Münze. Aber okay. Ich meine, bei mir ist es meistens so, dass das Level viel zu voll sind und ich wollte gar nicht von Yoshi abspringen. Oh Mann. Also im nächsten Part spiele ich echt im Windowed Mode. Weil so wie das laggt. Nee, nee. Golden Bock. Töte. War der Level eigentlich gelb, oder? Oh, hoppala. Gleich kriege ich einen Panzer in die Fresse. Nein, um einen Gegenstand nach oben zu werfen, lasse den Laufknopf los. Um einen Gegenstand vor hier liegen zu lassen, halte unten gedrückt und lasse den Knopf dann los. Wollte ich gar nicht. Paragamba. Nein, spucke ich alle als Feuer aus und die auch. Scheiße! Alles Feuer! Noch eine Dragon Coin. Na los! Upsa! In meinen Levels war, wie gesagt, die Levels meistens viel zu voll. Also ich habe viel zu viel drin platziert. Kann man natürlich auch machen, aber irgendwie ist dann der Level nicht mehr ganz so schön. So! Ja, der Level war jetzt nicht so lang, aber naja. Soll mir recht sein. Okay, Yoshi Insel 4 schütze ich mal. Yep. Waldlevel.
Und das erinnert sehr stark an den zweiten Level aus dem Originalspiel. Nice one. Zudem sind ja auch mittlerweile meine jetzigen Let's Plays viel besser von der Videoqualität her. Es wird auch keine Black Screens mehr geben. Ein Video wird bei mir auch nicht mehr so schnell asynchron. Ich meine, es gibt schon noch ein paar Videos, die dann doch asynchron sind. Und ich dachte, da wäre ein Secret Block. Leider nicht. Nur für Münzen? Glaube ich irgendwie nicht. Tschüss. Ja, ich dachte, ich knack einen Highscore. Bam. Mal. Kann ich da rein? Yes. Ein Shy Guy. Wie süß. Achso, mit dem kann ich reden. Das schon nicht. Ich kann ihn jetzt fressen. Jetzt weiß ich, warum ich ein Freund bin. Hä? Das kapier ich nicht. Achso. Weil du rot bist, oder? Ich versteh's nicht. Ist ja wurscht. So. Nice Secret. So, zack. Zack. Das finde ich auch nice, dass man auch mal so da runter und dann wieder hoch geht. Nicht ganz flach. Diese Brücken sind auch ganz nice. Überraschende Banzai-Builds findet man als Spieler jetzt nicht so dolle, aber ich sollte es schon in die Bewertung einfließen lassen. Also ich gebe da jetzt keine Schulnoten oder so. Nein, aber ja. Ein Hack sollte, wie gesagt, schon Qualitäten haben. Ah, komm wir. Ah, schade. Ich dachte, ich komme schon zur ersten Burg. Okay, Yoshi Insel 3, Untergrund war auch gelb. Und das hier auch. Yoshi Insel 5. Ui, ein Pilzlevel. Ich liebe Pilzlevel. Ich mag Plattforming-Level. Die flachen Level mag ich jetzt nicht so sehr. Untergrund-Level sind jetzt auch nicht so schlecht. Aber was ich gar nicht leiden kann, sind, wie ihr wisst, die Wasserlevel. Ui, Schalter. Mit den Plattformen arbeite ich jetzt nicht so oft. Aber ja, für ein Super Mario Vertex dient sie jetzt doch ganz gut. Ui. Okay. Ich meine, es ist Welt 1, da kann man nicht sehr viel erwarten. Soweit ist es schon ziemlich gut für Welt 1. Also wieder Yoshi. Ich brauche jetzt aber gerade keinen Yoshi. One-Up. Geschenktes Leben. Solange es kein verschenktes Leben ist, soll es mir recht sein. Wenn da ein Leben drin gewesen wäre, dann ist es in diesem Fall ein verschenktes Leben. So, zack. Komm schon, erste Burg bitte. Ja. Ein kurzer, leichter Schloss. Grammatik unter aller Sau. Aber okay. Sehr wurscht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch den Google Translator verwendet. Kann natürlich auch sein, aber ist ja wurscht. Okay, bis jetzt geht hier nicht sehr viel ab. Und wenn sich das nicht ändert, hat er auch recht, dass das ein kurzes, leichtes Schloss ist. Schade, dass man die Viecher nicht mit Feuerbällen fertig machen kann. Ja, und was hat das jetzt gebracht? Gar nichts, oder was? Was ist eine Überraschung sei? Gibt's da wohl nur einen Yoshi in jedem siebten Ei? Nicht. Typisch. I love Lag so much. Whoa. Nee, wie gesagt, im nächsten Part werde ich dann doch irgendwo in Dode Mode spielen. Wow. Komm her. Zack. Ha, besiegt. Du, 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 du.
Zugegeben, ja, Bum Bum hat jetzt eigentlich in Super Mario World nichts verloren, aber es ist SMBX zum Wüstenland. Das ist eine Custom Music. Das ist aber nicht das 8-Bit Original, aber es ist irgendwie auch so ein Remix. Erinnert irgendwie so an diese komische Untergrundmusik aus Mario vs. Donkey Kong. Zum Yoshi-Insel, also den seine Grammatik, ne? Wüstenland 1, aber okay. Rechtschreibung und so wird nicht von mir bewertet. Okay. Ich gehe mit meinem Yoshi durch die Wüste. So, Feuerblume. Da wäre auch schon fast der erste Death gewesen. Hm. Was gibt's denn da oben? Was gibt's denn da oben? Ein Blatt. Cool. Moment. Vielleicht ist das Level rot, dann könnte es hier nämlich einen Secret Exit geben. Den suche ich für ein Jahr später. Jetzt suche ich erstmal nach dem Normal Exit. Oh. Hm. Nein! Nein! Mehr Yoshi. Da oben ist was. So, hier steht fest. Sogar mal ein SMB3-Exit. Nice. Hm, irgendwie kannst du da oben maximal ein Leben geben. Von daher, wurscht. Gut. Ja, aber ein gelbes Level. Hm, machen wir den noch? Ja, kommen wir mal reinschauen. Die SMB2-Gegner kannst du nehmen, wenn du unten den Laufknopf drückst. Soll mir recht sein. Ich fühle mich wie in SMB2. Hat er toll gemacht. Ich meine, jetzt ist SMB2 nicht so wirklich mein Lieblings-Mario-2-Detail. Ist vielleicht auch daran, dass es eigentlich kein wirkliches Mario-Spiel ist, sondern eigentlich ein anderes Spiel, nur mit Mario-Figuren. Das war genial! Ui, ein Secret? Mit einer Feuerblume, die mich nicht interessiert. Ob ich da hoch soll? Na, ich probier's jetzt mal nicht aus. Ich will eher meine Feuerblume. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Wasser gar kein Wasser ist, sondern nur ein Background. Bitte lass ein Pilz drin sein. Nein, der geht nach links. Ich krieg die Krise. Nein, verreck jetzt nicht. Bitte. Ja. Geschafft. Okay, dann war's das für diesen Part. Und im nächsten Part geht's weiter mit New Super Mario World. Bis denn und ciao.